Hallo und herzlich willkommen. Ja, die Loot Chest ist eingeschlagen und zwar die Dezember-Edition, sprich die letzte für dieses Jahr. Und ja, ich habe mir gedacht, womit machen wir denn zum Jahresende die Box auf? Wir sind ja so ziemlich alle Nerds und was ist das Hauptnahrungsmittel der Nerds? Richtig, Pizza. Kurzum, womit können wir gut umgehen? Einen Pizzaschneider. Haha! Das geht gar nicht mal so gut. Ha, doch, haha! Ha. Offen und es sind noch alle Finger dran. Ja. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Haha! Lootburg! Ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Ausblick in der Kiste. Ja. Wir haben eine wunderschöne Kugel für unseren Weihnachtsbaum. Im Start... wie heißen die Jungs? Star Trooper? Ich hab's allen Ernstes vergessen. Naja, jedenfalls die Typen, die nichts treffen. Jetzt weiß ich, wo mein Kater ist, der liegt neben mir und pennt. Na. Die ist sogar aus Glas. Dick, dick, dick. Na, 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 na. Bleib stehen. Klirpen. Ja. Und wir haben auch wieder etwas zum Naschen dabei. Ich zoome mal ein wenig ran. Ich habe die Kamera leider ein wenig weit weggesteckt. Ein Schokokick. Vanilla Cream. Und wer hätte es gedacht, noch einmal StarCraft. Was ist aber los? Ich habe den halben Tag OBS Studio eingerichtet nach dem Rechner down. Naja, Mikrofaser Brillenputzbeutel. Was zur Hölle ist ein Brillenputzbeutel? Ist da wenigstens Anleitung dabei, wie das funktioniert? Ja, Star Wars The Force Awakens. Mit ganz vielen Stormtroopern hinten drauf. Was habe ich denn eigentlich nicht ausgepackt? Smooth. Wahrscheinlich Brille reintun, rumschleudern. Klirpen. Brille sauber, aber kaputt. Wir haben ein James Bond Spectre Kartenspiel. Und so wie es aussieht, sind auch Ausschnitte von La Bond drauf. Ich weiß nicht, wie gut man sieht. Ich hoffe es doch sehr. Le Bond. Hihihi. Patsch. Dann will ich euch mal ein bisschen abrücken, bevor ihr Angst bekommt, wenn ihr mich so nah seht. Wir haben einen Pac-Man-Wecker. Ich an so Weckern immer liebe, ist die Tatsache, wenn man daneben pennen will und es geht die ganze Zeit tick, tack, tick, tack, tick, tack. Ach du Alarm. Okay. Batterie.
Batterie. Das ist echt interessant. Wir haben hier einen schönen physischen Wecker, der allerdings eine Batterie braucht. Hallo? Jetzt. Haha! Also bei dem könnte ich nicht pennen. Dick, duck, dick, duck. Warte mal, hören, wie er bimmelt. Hm? Okay. Das ist enttäuschend. Ja, ich sehe gerade hier oben der Bümmel, der ist ja nicht echt. Was soll denn der mich alles gerade bringen? Ich sage es klar, ich bin wach. Bam, Wecker an die Wand. Ja, okay. Ja. Out damit. Klack. Ja. Ist auf jeden Fall mal was Neues. Einen Wecker von Pac-Man. Ich sag mal, was natürlich richtig geil gewesen wäre, anstatt dieses wäre ein richtig schönes entweder Pac-Man gewesen oder halt, oh, da ist noch was drin. Bäh. Naja. Oder dieses Waka 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 Waka. Das wäre extrem cool gewesen. Ja, gleich Doppel-Dislike, Assassin's Creed und Energy Drink. Yay! Aber wenigstens war lange kein Energy Drink mehr drin. Ja, das war es bis dahin. Aber wir haben noch ein T-Shirt. Und zwar eins vom Flash. Flash. Ha! Au. Ach ja. So, dann schauen wir doch einmal in Le Lute Buche. Ja. Dieses Mal muss ich dann doch mal über den Featured Channel Nassarma. Featured Channel reden. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr den Hanne Bumble ja schon mal irgendwo gesehen. Herzlich willkommen. Ich glaube, das habt ihr schon mal irgendwo gehört. Mein Name ist Jalvinder Evanson. Ich tobe mich auf YouTube und Twitch seit circa einem Jahr kreativ aus. Frei nach dem Motto, spontan von der Rolle. Wer es noch nicht kennt, die Rolle. Es ist ein Hobby für mich und ich verdiene kein Geld damit. Mein Weg zu Jürgen prinzipiell im Mittelalter-Hobby, über Mittelalter-Musik, über Veranstaltungsmoderation, über Twitch zu YouTube. Manchmal hatte ich Bock zu streamen, sei es am Anfang, mit oder Ende eines Games, oder ich habe einfach mal was angespült. Doch was mir am meisten am Herzen liegt, ist die Musik, vor allem der Metal. In vielen Facetten, sogar Band-Merch und CDs könnt ihr bei mir abstauben und ich nehme euch mit, was? Muss ich doch echt mal gucken, ob ich mich da verschrieben habe oder ob da jemand drüber gestolpert ist. Und ich nehme euch mit auf Live-Gigs, helft mir die Bands der Welt zu zeigen, rockt vor den Streams mit mir eine halbe Stunde ab und lasst uns zocken und Spaß haben. Grüße an meine Community. Haut rein. Ja, das Haut rein hat noch einen Moment. Z.
Zeit. The Flash lizenziert das T-Shirt. Es ist schon wieder 10 vor 8 und der Bus zur Arbeit ist schon abgefahren. Dann zieh dir schnell dein neues Flash-T-Shirt über und ab dafür. Dieses Shirt bringt dich in Blitzgeschwindigkeit zum Ziel. Der Pac-Man-Wecker, damit man morgens gar nicht erst in Zeitstress gerät. Warum? Ich habe da jetzt ein Flash-T-Shirt. Macht sich ein Pac-Man-Wecker natürlich sehr nützlich. Er ist nicht nur schön anzusehen, sondern weckt dich jeden Morgen zuverlässig im Retro-Style. James Bond Pokerdeck. Um ein Pokerspiel zu gewinnen, brauchst du keine Superkräfte. Mach es einfach wie James Bond. Und nutze die richtige Ausrüstung. Star Wars Brillenputzbeutel. Nutze diesen Brillenputzbeutel, um deine Sonnenbrille ständig sauber zu halten. So wirst du immer perfekt für den nächsten Urlaub auf Tatooine vorbereitet. Assassin's Creed Energy Drink. Mit diesem Drink nimmst du die Fähigkeit eines Assassinen in dich auf. Dafür wirst du das Gefühl haben, jedes Hausdach erklimmen zu können. Achtung, für Todessprünge, die nicht in einer heubeladenen Kutsche enden, zahlen wir keine Haftung. Marktpreis, lecker. Davon wüsste ich was. Chocik Minikuchen. Dieser kleine Vanillecremekuchen stimmt dich schon mal perfekt für eine besinnliche Weihnachtszeit ein. Marktpreis, just delicious. Star Wars Christbaumkugel. Da hätten wir auch den Onkel Vader kriegen können. Ich denke, wie Darth Papa aussieht, brauchen wir hier nicht zeigen. Die Weihnachtszeit ist voll im vollen Gange und es ist mal wieder Zeit, deinen Weihnachtsbaum zu schmücken. Wir wollen dir mit dieser Star Wars Christbaumkugel helfen, deinen Tannenbaum zum coolsten in der ganzen Galaxie zu machen. Das war auch der Plusgegenstand. Das war die letzte Kiste für 2016. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut mal in den Adventskalender rein. Da sage ich noch ein bisschen mehr zu 2016. Und natürlich auch vielen Dank an euch, wie auch immer ihr bei mir gelandet seid. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für die Zeit, fürs Zusehen. Lasst mir einen Daumen, lasst mir einen Kommentar da. Frohes Fest, schöne Feiertage. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ich denke mal, dazwischen wird es noch den einen oder anderen Livestream endlich wieder geben. Haut rein. Ich bin Katka. Ich bin spontan von der Rolle. Macht's gut.